Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. Gott segne dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Mhm.
Heinrich! Jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter! Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze! Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Hm, na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Herzlich willkommen im Mittelalter. Wir spielen Heinrich in Kingdom Come Deliverance. Mein neues Projekt. Ein Rollenspiel. Ja, ich hab's gekauft im Februar 2016 oder sowas, damit ich im März dann die Beta spielen konnte. Und jetzt ist es endlich erschienen. So, mit Hilfe der ersten zwei Auswahlmöglichkeiten in diesem Dialog legst du die vorgegebenen Eigenschaften deines Charakters fest. Keine Sorge, falls du nicht mit ihnen zufrieden bist. Alle Eigenschaften können ohne Einschränkung weiterentwickelt werden. Okay, beim Testen war das auf der rechten Seite. Das ist aber unterschiedlich, oder was? Ja, und ich nehme in 21:9 auf erstmal. Das ist jetzt die erste Folge und danach wird dann gestreamt. Und das machen wir auch erstmal in 21:9. Und dann wollen wir mal gucken, wie es so weitergeht. Wenn es nicht läuft richtig, dann machen wir das in 16:9. Aber da ich einen 21:9 Monitor habe, möchte ich das auch in 21:9 machen. Und ich spiele alles auf hoch, nicht auf ultra. Ich habe es auf hoch gelassen. Ich habe lediglich die Bewegungsunschärfe rausgenommen oder so. So, jetzt müssen wir uns hier rausreden, oder was? Wir unterhielten uns in der Schenke. Ich war beim... Regen? Ich war bei Bianca. Das ist, wie es aussieht, unsere Perle. Den Kontakt wollen wir pflegen. Ich arbeite in der Schmiede. Das benutzen wir mal als Ausrede. Irgendwie. Weil jetzt geht's halt darum schon, dass wir halt unseren Charakter ein bisschen skillen. Gestern habe ich den ganzen Tag in der Schmiede geschwitzt. Und dann Fritz und Matthäus unter die Arme gegriffen. Ich habe also ein Recht darauf, müde zu sein. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Mit allen unseren Handlungen, mit allem, was wir machen, leveln wir halt, ne? Skillen wir unseren Charakter. Habt ihr oben links eben schon gesehen. So, wieso sollte ich mich für Schwertkämpfe begeistern? Ja, keine Ahnung, Redekunst. Matthias zeigte mir das Bogenschießen, ich war bei Bianca. Jetzt tun wir mal so. Ja, besser wäre natürlich jetzt, wenn wir Stärke machen. Ich tu mal so, als wären wir bei Bianca gewesen. Ich war bei Bianca. Soll ich dir ausführlich beschreiben, was wir getrieben haben? Was soll das werden, ein Verhör? Schon gut. Verzeih mir, ich mach mir nur Sorgen um dich. Danke, Mutter. Aber ich bin keine Vier mehr. Ich weiß, du wurdest vor meinen Augen erwachsen. Ich kann mich schwer daran gewöhnen. Aufgabe begonnen. Geh zu deinem Vater. So, dann können wir jetzt noch hier weiterreden. Wir haben ja schon die Aufgabe, jetzt können wir hier noch weiterreden. Ich möchte jetzt aber nicht immer alles durchgehen, weil das würde sonst irgendwann viel zu lange dauern. Wir können jetzt das Gespräch beenden, aber ich frage nochmal, wo wir was zu essen herkriegen. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Okay, Mutti. Brauchst du Hilfe? Nö. So, du bewegst dich mit WASD und kannst auch spurten, umschalten und springen, Leertaste und gehen. Feststell E lässt dich mit der Welt interagieren. Du kannst mit Menschen sprechen, Dinge einsammeln, Kisten öffnen und so weiter. Neuer Codex-Eintrag. Ja, wir können hier ganz viel lesen.
Das würde aber jetzt hier den Rahmen sprengen. Ne, Tutorials ist natürlich immer interessant. Kann man den so durchschalten. Das heißt, wenn ich irgendwann nicht mehr weiter weiß, dann muss ich gucken, dass ich dann mal hier reingucke. Charaktere, Hintergrundgeschichten, sowas wie Wikipedia oder so. Also noch ein bisschen Historisches. Aber das möchte ich jetzt leider nicht machen. Denn wir wollen ja auch vorankommen. Soziales. Ereignisse. Goldene Zeit Karls. Den vierten. Wird uns auch immer noch gesagt, was für ein Ort das ist und so weiter. Armeen, Ausländer, Begrüßungsformen, Behausung, Beleidigung, Dörfer, freies Geleit. So, dann haben wir hier unser Inventar. Stiefel, enge olivfarbene, Beinlinge, grünes Hemd, roter Kapuzenschal, Thronschlüssel und Türschlüssel haben wir dabei. So, Waffen haben wir nix, Rüstung, das ist also normal unsere Kleidung, Nahrung haben wir nix dabei. Sonstiges. Spieler, hier sind unsere Werte. Gesundheit 100. Kann man immer noch im Detail angucken, bei Redekunst jetzt zum Beispiel. Hauptstufe. Ja. Kampf. Fertigkeiten. Buffs. Ruf. Statistik. Alles, was wir gemacht haben. Wie viel Schaden wir verursacht haben und so weiter. So, aber selbstständig kann ich das nicht auswählen, was ich wie leveln will, glaube ich. Das geht alles automatisch immer, je nachdem, was wir machen. Queste Lock. Geh zu deinem Vater, begib dich zum Schwertkampftraining. So früh machen wir schon Schwertkampftraining. Karte, wir haben hier die Karte. Alles, was noch nicht entdeckt wurde, ist von Wolken umgeben. Das wird dann nach und nach freigesetzt. Unsere Mission. Und das sind wir. Gut. Wir wollen was essen, oder was? Ja, rechts wird hier angezeigt. Nehmen unsere Anzeige in der Mitte. Wir essen mal hier aus dem Topf was. So, jetzt sind wir satt. Wir könnten jetzt zum Beispiel schon wieder mit unserer Mutter reden. Will ich aber nicht machen. Wir nehmen mal die Äpfel mit. Danke, Mutti. Man weiß ja nie. Nein! Alles in Ordnung, mein Sohn? Das wollte ich nicht. So. Nehmen wir noch ein schönes Brötchen mit. Achso, ich habe mich hingesetzt. Meine Güte. Nehmen wir den Apfel nochmal mit. Was? Das ist nicht möglich, während du sitzt. Ach was. So, normalerweise ist es so bei 21 zu 9, dass ich jetzt rechts und links auch mehr sehe. Das Gute ist, die Videosequenzen, da ist nichts weggeschnitten, weil die, wenn ich in 16 zu 9 spiele, haben die sowieso einen Rand. Die sind 21 zu 9, da ist dann lediglich, die Untertitel sind dann auf dem Rand, jetzt sind die Untertitel halt nicht im Rand. Ach, hier hätte ich die Linsensuppe nehmen können. Oh. Ist hier Geld? Gehen wir mal hier raus. Naja, und keine Ahnung, ob jetzt nur ein Bild oder oben und unten weniger ist, abgeschnitten ist. Aber das passt ganz gut hier mit dem 21 zu 9 bisher bei diesem Spiel. Bei vielen Spielen musste ich ja 16 zu 9 wechseln. In Fenstermodus. Das ist ein bisschen blöd. So, noch mehr Äpfel nehmen wir nicht mit. Wir können hier sehen, unser Gewicht. Wir können 74 tragen. Wir haben jetzt 9,6 und 0 Kohle. Hier sind unsere Rüstungsslots und Kleidungsslots und so. Waffen. Okay, wir gehen jetzt raus zu unserem Vater. Hier haben wir auch nochmal Suppe.
Wir gehen jetzt. Oder normal. So, dann können wir richtig langsam normal gehen irgendwie. Dann können wir auch sprinten. Du hast entdeckt Schleifstein. Faszinierend. Vater! Zumindest bist du wach. Das ist ein Anfang. Sei's drum. Wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesh schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesh? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Aufgabe abgeschlossen, gehst du deinem Vater. Die meisten Quests können auf unterschiedliche Weise abgeschlossen werden. Mit Redekunst gewinnst du Freunde, als unauffällige Person kannst du Ärger aus dem Weg gehen. Und wenn du die Dinge lieber direkt angehst, kann auch Gewalt eine Lösung sein. Ja, die meisten Missionen, da führen mehrere Wege zum Erfolg oder Misserfolg. Oder wenn wir ein bisschen scheitern, ist das nicht ganz scheitern, dann geht's halt irgendwie anders weiter. Außer wenn wir sterben oder so, glaube ich. So. Hier haben wir schon Schnellreisepunkt. Faszinierend. So, normalerweise müsste ich mir hier irgendwie eine Liste machen, aber zum Glück haben wir die Karte hier. So, treibe Kunechs Schulden ein. Da gehen wir da als erstes hin. Kauf einen Sack Kohle, das machen wir danach. B. Bier. Parierstange. Also das Bier zum Schluss. Also das heißt, wir gehen erst dahin, dann dahin, dann dahin und dann das Bier. Oder so. Ach, sieht schon mega geil aus hier. Der erste Bereich hier ist noch nicht Open World. Wir können jetzt dieses Dorf noch nicht verlassen, glaube ich. Und ansonsten ist die Welt wohl 16 Quadratkilometer. Eigentlich auch nicht so riesig, aber da man hier maximal mit dem Pferd unterwegs ist, ist das wohl doch schon ganz okay. Ja. Wir können jetzt hier den ganzen Leuten zuhören. Die haben alle irgendwelche Gespräche, Tagesabläufe. Gott sei mit dir, Heinrich. Kann ich jetzt noch mit dir reden? Nee, kann ich nicht. Aber sie kennt mich. Gott sei auch mit dir, Fräulein. So, hier ist der Kohletyp. Stehlen. Oh, wir können die Kohle sogar stehlen. Helfer des Köhlers. Wohl wahr. Aber wohin wird Herr Ratzig das? Ja, die Untertitel sozusagen, hier kann man noch ausstellen, aber wir lassen die einfach mal an. Zum Glück ist das nicht meine Sorge. Ja, nee, mit denen wollen wir noch nicht reden, wir gehen jetzt hier hin. Das ist der Knabe, der uns Geld schuldet. Ja, Junge, was machst du denn da? Jetzt hau richtig rein da! Meine Güte. Geht doch! Muss es nur wollen. Naja, ist immer noch ganz. Reden wir mal mit denen. Gott sei mit dir, Kunesh. Was willst denn du?
Ja, Vater schickt mich wegen der Schulden, Junge. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Unfreundlich. Zahle oder es setzt was. Wir nimmer. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Scheiße, überzeugen. Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um deine Ziele zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Du kannst einfach Reden benutzen. Dabei spielt jedoch dein Ruf, den du bei deinem Gesprächspartner genießt, eine Rolle. Im Mittelalter war der soziale Status höchst bedeutsam. Die Qualität deiner Gewandung und deiner Körperpflege haben im Zusammenspiel mit deinem Ruf enormen Einfluss darauf, wie Menschen auf dich reagieren. Siehst du gefährlich aus, fürchten die Leute sich davor, dich zu verärgern und sind eher gewillt, dir gefährliche Aufgaben zu übertragen. Dabei spielen vornehmlich deine Stärke und der abschreckende Effekt deiner Waffen und Ausrüstung eine Rolle, aber auch andere Aspekte wie beispielsweise Blutflecken auf deiner Kleidung. Manchmal kannst du Geld für dich sprechen lassen, du kannst dich jedoch mit deinem Gegenüber auf eine überzeugende Summe einigen. Bestechung funktioniert genauso wie Handeln, siehe Handeln und Feilschen. In speziellen Fällen kannst du auch bestimmte Fertigkeiten von Heinrich einbringen, zum Beispiel die Fertigkeit Reiten. Nicht nur die Art und Weise ist beim Überzeugen wichtig, sondern auch die Wahl der richtigen Dialogoptionen. Manchmal reicht es nicht, einfach nur nach den höchsten Eigenschaften zu gehen. Du musst wirklich lesen, was Heinrich sagen wird. Ach, überzeugen, ja okay. Möchte ich jetzt nicht lesen. Wer das nicht nochmal durchlesen möchte, kann ich auf Pause machen. So, Vater wird dir einen Besuch abstatten. Schulden gehören beglichen. Zahle, du Saufbold. Ich hab mich wohl verhört. Es klang beinahe, als hättest du gesagt, ich soll mich zum Teufel scheren. Glaubst du etwa, du könntest stehlen und mir dann auch noch Angst einjagen? Du Hurensohn, wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werde dich lehren. Misserfolg, scheiße. Was? Schlägerei? Okay. Der ist Kampfsystem. Alter, und er schlägt sofort zu. Was, Junge? Oh, ich darf nicht so nah ran, aua. Weil Nahkampf kann ich nicht. Ah, schon wieder so nah ran, scheiße. Ich muss auf meine Ausdauer achten. Ah, schon wieder so nah ran! Was, Junge? Kacke. Es verärgert mich. Ja, Schlag in die Fresse. Oh. Kacke. Der blockt immer, der Hund. Ich bin zu langsam, du musst schneller werden. Aua, er drängt uns in die Ecke, Rocky. Ja, guckt euch das an. Was gibt er mir einer hier? Was war das denn? Block doch, Junge! Scheiße! Der vermöbelt uns! Der geht ja immer zurück! Wo ist jetzt Jab Punch hier? Oder Alter! Alter, will der mich verarschen. Schied dir recht, du Lümmel. Und dein Alter kann auch zur Hölle fahren. Versuch die Axt, den Hammer und die Nägel auf andere Weise zurückzukommen. Ja, jetzt haben wir da versagt, ne? Wurden wir vermöbelt. Jetzt können wir aber versuchen, die Sachen zu klauen oder so. Verletzung, bla 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 bla. So, dann müssen wir uns gleich bei unserer Mutter ausheulen. Geht da jetzt schon rein oder was? Versuch mal hier schnell. Wo sind denn hier die Sachen? Eine verschlossene Truhe. Ich bräuchte einen Dietrich, um sie zu öffnen. Fritz könnte einen haben. Hab ich keinen Dietrich? Schloss knacken leicht.
Du hast keinen Dietrich. Oh, Kacke. Hier liegt doch ein Hammer, oder nicht? Topf essen. Wollen wir was essen? So, haben wir nochmal reingespuckt hier, der Penner. Hoffentlich kommt er nicht rein, der Typ. Aber hier ist nichts, ich kann nichts klauen. Er ist noch im Holzhacken, ich höre es. Was ist denn das für Zeichen da oben? Das mit den Füßen. Neuer Codex-Eintrag. Möchte ich aber nicht lesen. Ach so, hier. In diesen unruhigen Zeiten werden die Menschen schnell misstrauisch. Betrittst du beispielsweise ohne Einladung jemandes Haus, wird dich die Person warnen, dass du dort nichts zu suchen hast. Reagierst du darauf nicht oder tust sogar etwas Ungehöriges, ruft sie sofort die Wachen. Ach du Scheiße. Das ist das Zeichen dafür, dass wir hier nichts zu suchen haben. Oh, jetzt habe ich gepfiffen. So. Ich rede nochmal mit denen. Das eine Mal habt ihr nicht gereicht, wie? Von mir kriegst du gar nichts. Kannst das deinem Alten ausrichten? Ich sag's dir. Tja, da hat mir irgendwie Ton gefehlt. Ich lass dich in den Kerker werfen. Scheiße, also nochmal Schlägerei geht nicht. Guck mal, die Hühner hier, Missviecher. Ja, dann gehen wir zu unserer Mutter, lass uns verarzten. Heulen wir uns aus. Die wurden zusammengeschlagen. So ein Mist, dann müssen wir uns um unseren Vater vorbeischleichen. Nur hier unten lang. Der ist ja noch einmal lochen. Mann. Sich waschen. Du hast dich so gut was? Mutter, ich wurde gehauen. Ja, also, naja, ne? Gucken, wann da noch ein Patch kommt oder so. Hör auf zu weinen wie ein Kind und zeig her. Na bitte, so gut wie neu. Du musst lernen, das selbst zu tun. Danke, Mutter. Geh zu deiner Mutter, sie wird dich verraten. Aufgabe abgeschlossen. Verraten, verarzten. So, jetzt können wir nochmal mit dir reden, will ich aber nicht. Wir gehen jetzt zu unserem Vater. Mal gucken, wie wir uns da rausreden jetzt. Denn ohne Kohle können wir auch keine Kohle kaufen. Die Sachen, die du wolltest. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat? Noch nicht. Ich muss los und mit dem Schwert üben. Das klingt nach einer Ausrede. Ich hatte eine Schlägerei mit Kunisch. Ja, wir sagen die Wahrheit. Wir sehen ja nicht mehr so mitgenommen aus. Von daher sehen wir nicht so aus, als hätte er uns zusammengeschlagen. Als ich Kunisch um Geld fragte, fing er eine Prügelei an. Dieser Bastard. Aber du siehst in Ordnung aus. Hast du es ihm gezeigt? Mir geht's gut, aber Geld hat er mir nicht gegeben. Ach, das spielt keine Rolle. Ich kläre das am Abend. Jetzt habe ich dafür keine Zeit. Ich kümmere mich um ihn, aber ich brauche Geld. Ja, ohne Geld kann ich nicht weitermachen. Ich bestehle Kunisch. Nö. Aber ohne Kunischs Geld kann ich die Sachen nicht kaufen, die du wolltest. Hier ist Geld für die Holzkohle und das Bier. Ich hole es mir heute Abend von dem Bastard zurück. Questlog aktualisiert. Vaters Geld. So, jetzt haben wir Kohle bekommen. Schwerkrafttraining, kauf einen Sack Kohle, hol die Parierstange, kauf Bier im Wirtshaus. Wie viel Kohle haben wir denn? 7
Goldmünzen, Groschen, 7 Groschen. Ach du Schande. Erstmal zur Kohle. Ich finde, es ist mal schön Abwechslung zu Freitag der 13. So. Schönen Tag. Jo, ich brauch Kohle. Lass uns handeln, Junge. Holzkohle. Wie viel brauchen wir denn davon? In den Warenkorb. Wie viel brauchen wir? Zwei? Scheiße. 10 brauchen wir. Das wird teuer. Zehn Kohle. So. Warenkorb prüfen. 10. So sollen wir handeln. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? So, feilschen. Du kannst beim Kauf und Verkaufen feilschen. Wähle die Menge, die du zahlen oder erhalten möchtest, mit W oder S und bestätige mit E. Der Händler reagiert dann auf dein Angebot. Lehnt er ab, unterbreitet er dir ein Gegenangebot und wartet auf deine Antwort. Okay. Mein Geld, ursprünglicher Kaufpreis, dein letztes Angebot, das der Händler abgelehnt hat, dein aktuelles Angebot, letztes Angebot des Händlers. Ja, dann müsste ich mich darauf einigen, wie es aussieht. So, und das hier ist denn, wie glücklich der ist, da unten das Gesicht. Gucken wir mal. So, wir müssen 5 zahlen. Ich will aber nur 4 zahlen. So. Wie wär's damit? Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Ja, toll. So ein Kack. Machen wir 4-5. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Naja, ein bisschen gespart. So, dann wollen wir jetzt die Parierstange holen. Weil das Bier als letztes, damit es noch schön frisch und kalt ist. Wo wir denn hier hochkommen? Moin, moin. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Also, wir kennen uns. Wie geht's dir? Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzigs Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben sie angesehen. Hervorragende Arbeit. So was Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Ja, die kennt sich gut. Großartig. Zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg.
Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. Jo, wird wieder gesoffen. Aufgabe aktualisiert, hol die Parierstange in der Burg ab. Du hast gelernt, Recht oder Ordnung, oder was, oder wie? Aufgabe geschlossen. Ja. Okay. Begib dich zum Schwertkampftraining. Kauf Bier im Wirtshaus. Ja, jetzt wollen wir das Bier holen. Das ging ja schneller als erwartet. Ohne Musik ist das ja doch ganz schön ruhig hier. Wenn wir viel laufen, also sprinten, geht natürlich unser Ausdauer schnell weg. Oh, die hat sich gerade hier hingebeamt. Grüß Scotty. Dich, Heinrich. Kommt die von der Enterprise? So, du hast entdeckt Schneider. Ist das dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade? Ich beleidige niemanden. Ich sage nur die Wahrheit. Sigismund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen. Musste sein Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Was denn mit dir, Heinrich? Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Ja, einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon... Hör auf mit der Blasphemie! Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund und... Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig. Oder, Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll dumm zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel, bist du dabei? Du hast entdeckt Schneider, du hast entdeckt Krämer. Du hast entdeckt Schenke. Du hast entdeckt Schmied. Also es wird geladen, das heißt, es ist wohl jetzt auch gespeichert, oder was? Denn wir sind eigentlich schon am Ende angelangt, aber das ist auch kacke, wenn ich jetzt einfach so abbreche. Ich bin dabei. Das mache ich nicht mit. Ich will doch einfach nur das Bier holen. Tja. Ich will einfach nur das Bier holen. Nicht, dass ich dem Deutschen keine Lektion erteilen wollte, aber ich habe wirklich keine Zeit. Das ist schade. Tja, wir bekommen das auch ohne dich hin. Gehen wir, Jungs. Im Ernst?
Heinrich, wie kannst du dir das entgehen lassen? Tja, so ist es halt. Du hast gelernt, Papst Bonifius. Was zur Hölle hast du da? So, wo ist denn hier die Schenkel? Kaufe Bier im Wirtshaus. Da. Du hast gelernt, Albrecht, der Vierte von Habsburg. Neuer Kodexantrag, du hast entdeckt, Händler. Gott sei mit dir, Heinrich. Das ist Bianca, ist unsere Perle. Ich habe nur zwei Hände. Köhler, das ist der Köhler. Da haben wir noch die Kohle gekauft. Sind sie am Saufen. So, wo kriege ich jetzt das Bier her? Öffnen. Stehlen, alles stehlen. Geil. Hasenfleisch. So, das habe ich mal mitgehen lassen. Tut mir leid, Bianca. Bianca, wo kaufe ich jetzt Bier? Was? Ich kann nicht mit Bianca reden. Setzen. Hier, wohlbekomm's. Der Deutsche, Bianca, jetzt kann ich reden. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Du. Wollen wir ein bisschen flirten? Nee. Im Stream kann ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen, aber jetzt haben wir halt, ne? Wir brauchen Bier. Bier. Was sollte ein Dorflümmel auch sonst wollen? Was darf's denn sein, du Lump? Bier für Vater, der Deutsche redet Bockmist. Lass uns handeln. Bier für Vater. Ich brauche Bier für Vater. Ein Krug wie immer? Jawohl, einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Kaum etwas. Hier, bitte. Danke. Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen. Hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Oh, was haben wir denn? Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Baniek? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf. Du klingst ja schon wie Vater. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Retterschnaps. Ha! Du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das werde ich. Dreimal Retterschnaps. Pass auf, wo du hingehst. Das Spiel speichert von Zeit zu Zeit automatisch, zum Beispiel an wichtigen Stellen von Quests. Wenn du schläfst und wenn du das Spiel verlässt. Wenn du das Spiel manuell speichern willst, musst du Retterschnaps zu dir nehmen. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal kurz nach Hause. Geben die Kohle ab. Parierstange. Hey, Pip. Und das Bier für Vater. Willkommen, Heinrich. Was haben wir denn hier jetzt noch? Ja, nur noch Schwertkampf. Vater! Bin zurück! Die Sachen, die du wolltest. Wurde auch Zeit. Hast du alles, worum ich dich bat?
Ja, haben wir. Genau genommen habe ich etwas vergessen. Gib mir einen Augenblick. Spute dich. Wir müssen das Schwert heute fertigstellen. Wie, ich muss jetzt auf jeden Fall noch den Schwertkampf machen, oder was? Ja, aber wir werden jetzt gucken, wie wir es mit dem Speichern machen. Den Schnaps will ich jetzt nicht trinken. Wenn wir hier zu Hause sind, will ich mal gucken, wie es ist mit dem Bett gehen. Wir schlafen hier. Das ist auch ganz schön schäbig. Hier haben wir geschlafen? Oder was? Kann ich da jetzt nicht speichern, indem ich mich schlafen lege? Den Apfel nochmal mit. Achso. Inventar aufstehen. Naja gut, dann werde ich an dieser Stelle die Folge beenden und dann geht es später wahrscheinlich im Livestream weiter. Ich habe richtig Lust. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.